glaube ich. Bis jetzt kommt es gut an. Glaubt er. Nee, ich bin ja auch der Meinung, dass das er mal braucht hat. In der heutigen Zeit wichtig ist, glaube ich, bei all dem aufgeblasenen Unsinn, der gerade im Popgeschäft unterwegs ist, ist, glaube ich, dass es was gibt, was ehrlich ist. Deswegen auch unbedingt die deutschen Texte sind bei uns wichtig, weil man die Leute dadurch ansprechen und berühren kann. Und weil es einfach etwas bodenständiger und natürlicher zugeht und wenig aufgeblasen. Nun sind ja deutsche Texte nicht immer ein Lichtblick bei Bands. Deutsche Sprache ist nicht nur schwer, sondern auch eben oft in der Rockmusik sehr, sehr peinlich. In eurem Fall eigentlich nicht, weil ihr da so eine Gratwanderung macht. Man versteht es, aber es ist auch, sagen wir so, schreibst du zum Beispiel auch Gedichte? Ja, tue ich auch. Ja. Ich habe es gewusst. Weil irgendwie, das hat was Lyrisches und das sage ich ja ungern. Ja. Das Wort Lyrik aus meinem Mund, das ist irgendwie an sich schon ein, nein, es geht eigentlich nicht, aber es hat was, da entstehen Bilder und zwar bei jedem anderen, es zwar bei jedem Anhören eines Liedes so, dass bei jedem was anderes entsteht, aber es ist nicht so auf die Nase. Du bist so weit weg, könnt ihr euch neu texten jetzt, du gehst mir so ab. Wann kommst du wieder? Das kann ich mir nicht mehr anhören. Vor allem, wenn es Frauen tun. Also ich bin ja ein extremer so April, Mai, Juni, Juli, August Hasser, weil das einfach eine Masche ist. Und das Schlimmste ist, sie haben ja dieses, also ich weiß es, ich frage dich jetzt, haben Frauen von Haus aus mehr Gefühle als ein Mann? Sicher nicht. Nein. Aber die glauben das, weil die Männer es ihnen immer wieder sagen. Ja, ich denke, dass Frauen vielleicht ein paar Antennen mehr haben als Männer. Ja, aber eher soziale Antennen, ja, die wissen. Ja. Genau, Gefühle haben beide gleich viel. Antennen haben Frauen sicherlich mehr, deswegen kann man Frauen durch deutsche Texte vielleicht eher ansprechen als Männer. Wobei das jetzt, ja. Das ist wahr. Ich glaube, dass sich eine Band Juli ein Mann nicht anhört. Ich glaube es einfach nicht. Und es könnte sein, dass andersrum Nordlicht schon auch eine Hoffnung ist für die jungen Damen, die sich das auch anhören werden, dass sie mal merken, es geht uns nicht nur ums Ficken. Pause. Dir schon. Okay, Entschuldigung, ich habe mich da jetzt ich wollte dir nicht in dein Geschäft patzen. Okay, danke. Als Bassist kann man sich das ja auch leisten. Naja, der Dennis ist ja auch Bordellbesitzer in Augsburg, von daher muss er das nochmal eben einfügen. Er kann ja auch nicht zu Radioshows kommen, weil er eben beim Abkassieren war gerade, oder? So schaut's aus. Jetzt kommen wir zu etwas, was ich sehr gut kenne, was Sie nur aus der Business Class kennen. Ich spreche von Privatjet. Es geht um Flugzeuge und da gibt es ja dieses berühmte Lied Flugzeuge im Bauch. Das hat man damals als eines der wenigen Lieder vom Grönemeyer gefallen. Ist aber, wie soll ich sagen, offiziell kann ich ja das Lied gar nicht kennen, aber ich habe mich vorbereitet. Sag mir schnell den Refrain. Flugzeuge fliegen, Wochen vergehen. Du bist ja nur der Sänger. Fragen ziehen über die See, Flugzeuge fliegen, Wochen vergehen, Fragen ziehen über die See. Hab's vergessen. Und so, hab's vergessen. Endlich hat's mal geklappt. Ich hab's geklappt. Er kann seine Texte nur mit Gitarre, das habe ich natürlich gewusst. Nee, aber das ist jetzt auch nicht unbedingt aufs Maul, sondern man kann sich das mal auf der Zunge zergehen lassen. Jetzt spielst du das mal. Ich lege mich hier auf die Couch und dann schauen wir weiter.